Beim Treffen mit Kanzler Scholz wirft der polnische Ministerpräsident Morawiecki Deutschland Egoismus im Ukraine-Konflikt vor. Scholz traf heute die Ministerpräsidenten aus Polen und Litauen im Kanzleramt. Polen forderte dabei härtere Sanktionen gegen Russland. Unter anderem soll das Land aus dem Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. Außerdem fordert er das Ende der Gaspipeline Nord Stream 2. Die Bereitstellung von 5000 Helmen aus Deutschland nennt Morawiecki einen Witz. Da fragen wir doch gleich mal nach bei Max Hermes, zugeschaltet vom Kanzleramt. SWIFT als härtestes Schwert will Kanzler Scholz partout nicht einsetzen. Warum nicht? Ja, das hat er zumindest anfangs ausgeschlossen. Mittlerweile hat er sich da unklar geäußert. Also letztlich, vielleicht wird er es letztlich doch noch machen. Aktuell möchte er es nicht machen. Das Problem daran ist so ein bisschen, dass wenn man SWIFT sozusagen von Russland, von SWIFT abschneidet, dass Russland dann vom gesamten Zahlungsverkehr ausgeschlossen ist. Beispielsweise auch russische Schuldner, die könnten dann ihre Schulden nicht mehr bezahlen im Ausland. Deutschland soll damit 50 Milliarden Euro auch noch Guthaben haben, was dann eben aus Russland nicht überwiesen werden könnte. Und so könnten eben internationale Finanzströme gestoppt werden. Das könnte beispielsweise auch Industrien innerhalb Deutschlands oder der EU betreffen. Und das würde das Wirtschaftssystem insgesamt auch ordentlich durcheinanderwirbeln, würde aber erst einmal natürlich auch Russland dann schaden, wenn sie letztlich vom Geldfluss abgestellt wären. Und das ist so ein bisschen dieser Egoismus, den eben Morawiecki Deutschland auch vorgeworfen hat. Und er hat sich auch noch geäußert zu den deutschen Rüstungsvorhaben bzw. den 5000 Helmen, die ja Deutschland eben geliefert hat und die jetzt auch ausgeliefert wurden. Da haben wir mal einen O-Ton zusammengestellt. Vor dem Treffen mit Olaf Scholz hat er zu polnischen Journalisten gesprochen. Hören wir mal rein, was er da genau gesagt hat. Deutschland kann sich nicht hinter Egoismus verstecken. Das muss man stoppen. Wir müssen das stoppen. Wir müssen Putin stoppen. Denn sonst kommt es bald bereits zum nächsten Völkermord. Stop Putin. Because the next genocide is looming on the horizon. It's kind of hell. Wie hat Deutschland der Ukraine geholfen? Mit 5000 Helmen? Das muss ein Witz sein. This must be a joke. Das ist ein Witz. Das muss ein Witz sein. Wir müssen der ukrainischen Bevölkerung deutlich bessere Unterstützung zukommen lassen. Also diese 5000 Helme, über die hat man sich ja auch innerhalb Deutschlands immer mal wieder lustig gemacht, wenn man in den Freundesbekanntenkreisen sich umhört. 5000 Helme, die Deutschland eben liefert in ein Kriegsgebiet, das wird vielerorts eben dann doch als nicht ganz ernstzunehmend angesehen. Und was Morawiecki auch noch angeprangert hat, ist eben, dass Deutschland an Nord Stream 1 weiterhin auch festhält. Seit 10 Jahren wird Deutschland von dort aus ja mit Rohstoffen versorgt und das fordert Polen jetzt eben auch einzustellen. Soweit ist Olaf Scholz bislang nicht bereit zu gehen. Mal sehen, ob er diese Haltung noch überdenken wird. Max, danke dir fürs Kanzleramt.